hätte aber gerne Gift. Was ist dort passiert? Die Brücke ist eingestürzt. Sieht aus, als müssten wir den Rest der Fracht ausfliegen. Na? Der Angriff auf das Observatorium war also ein Erfolg? Ja, wir haben den Atlas. Sie haben ihn zur Wetterstation gebracht. Warum dorthin? Keine Ahnung. Ich habe über Funk gehört, dass Anna den Zugang zum Kuppel finden will. Vielleicht wissen Sie ja nicht. Achtung! Angriff! Wow. Nicht mehr lange. Verdammt, wo ist der Rest? Aber die Musik ist zu laut, da hört man eindeutig nicht. Wo der Rest ist. Was leider ein bisschen schade ist. Naja. Gut, gut. Ich wollte ihn aber plündern. Guck mal. Ein altes sowjetisches Schild. Russisch. Da müssen wir hin. Da gab es einen Benzinkanister, aber sonst gibt es hier leider nichts mehr. Okay. Wie viel habe ich denn noch? 16 Stück. Ich glaube, das müsste für den ersten Moment reichen. Einer muss in der Nähe sein. Aber... ein Stempel für offizielle Trinity-Schreiben. Die werden heute kaum noch benutzt. Ja. Weil man ja auch E-Mails benutzt, ne? So. Waffen. Ich kann das Ding noch immer nicht benutzen. Das ist doch bescheuert. Naja, hier kann ich stattdessen was tödlicher machen. Da kann ich nichts mehr machen. Schussfrequenz, Schussfrequenz, Nachladegeschwindigkeit. Das Ding brauche ich eigentlich nicht, deshalb
Nachladegeschwindigkeit. Das Einzige, was ich hier noch brauche, ist das Ding hier. Verbesserte Cramps. Obwohl. Mehr Schaden. Bessere Zielgeschwindigkeit. Ja, egal. So, dann habe ich noch hier so einen schönen Fähigkeitspunkt. Der geht in den Kämpfer und zwar in starke Medizin. So. Meine Lieben. Ja. Bereiten den Abzug vor. Sieht so aus. Räumtrupps beladen schon die Helikopter. Hätte nie gedacht, dass sie versucht. Ja. Ach so, ich war zu der Zeit unverwundbar. Deshalb war das so grün. Gut. Hier gibt's nichts mehr Großartiges. Die Zelte sehen mal geil aus. Das sind so wirklich dicke Iglo-Winterzelte. Die Dinger kriegt man nicht so einfach weg. Aber teilschwere Pistole erhalten. Warst du mit Konstantin unten in Syrien? Ja, war ein ganz schönes Chaos. Croft? Moment, ich schau mal nach. Pass auf dich auf. Gib mir den Fall! Nein! Endlich jemand um! Also die Shotgun, die macht Schaden. Aber die ist halt nicht so stylisch lautlos wie der Bogen. Das ist, ja. Ist leider so. Der Bogen ist einfach geiler. Oh. Ja, ich glaube, hier komme ich nicht weiter. Glaube, ich muss schon nach da oben. Ah. Da haben wir doch noch was Kleines. Habe ich doch fast schon gesehen. Na, na, na. Da haben wir auch noch mal was. Ein Anhänger. Nein, eine moderne Reliquie. Im Innern ist ein kleiner menschlicher Knochen. Sankt Peregrinus. Schutzpatron der Todkranken. Okay.
Ja. Da ist noch ein Lock. Wir stehen jetzt am Scheitelpunkt einer neuen Welt. Die göttliche Quelle wurde gefunden. Croft lebt zwar noch, konnte aber neutralisiert werden. Nur Anna wird mit jeder Stunde schwächer. Ihre Stimme, die mich mein Leben lang begleitet hat, versagt langsam. Ich habe sie gefragt, ob sie sich an die Nacht erinnert, in der Gott Sinn in meine Hände ritzte. Die Nacht meiner Auserwählung. Sie sagte ja. Und sie lächelte und sagte, dass wir wieder solche Nächte haben würden, wenn diese Qual vorbei ist. Für sie bleibe ich stark. In der alten Stadt werden wir die göttliche Quelle finden. Ich werde meine Schwester retten. Und zusammen retten wir die Welt vor sich selbst. Okay. Hier können wir nicht dran, das bedeutet, wir gehen weiter hier hoch. Oh. Ich will jetzt einfach mal versuchen, durch das Tor reinzugehen, aber wenn wir hier hoch müssen, dann gehen wir hier hoch. Wenn ich nur wüsste, wo wir hier hoch müssen. Wir müssen da gar nicht hoch. Das war der ganze Clou daran. Wir mussten hier gar nicht hoch. Was wir hier haben. Guck mal, da haben wir noch ein Audiolog. Ich bin nicht in diesem gottverlassenen Tal. Mein Glaube ist stark. Mein Wille ist stark. Auch wenn mein Geist weiter wandert. In unsere Jugend. Konstantins und meine. Er war ein schwieriges Kind. Immer neugierig, immer fragend. Ängstlich, was die Zukunft bringen würde. Ängstlich, nie seinen Lebenszweck zu finden. In der Nacht, als ich ihm die Zeichen einritzte und in sein Ohr flüsterte, habe ich ihn erschaffen. Ihn gerettet. Er hielt es für das Werk Gottes, wie ich gehofft hatte. Jetzt muss er mich retten. Und wenn er das nicht schafft, rette ich mich selbst. Ja, wenn jeder an sich selber denkt, dann ist an alle gedacht. Hier haben wir noch einen. War ich nah dran. Ich dachte, wenn ich dich finde, weiß ich vielleicht irgendwas, das uns hilft. Das habe ich herausgefunden. Hier läuft eine Operation. Etwas Großes. Hunderte von grimmigen Soldaten. Keine Abzeichen. Kein Nichts. Alle in dieser alten russischen Anlage. Scheint eins dieser furchtbaren Gulag-Gefängnisse gewesen zu sein. Und ich bin hier, weil ich dachte, du brauchst mich. Aber Gott, wie blöd bin ich denn? Nicht mehr lange. Und ich bin der, der Hilfe braucht. Ich hoffe inständig, dass du lebst und dass du hören kannst. Ich bleibe außer Sicht, solange ich kann, aber es wird verdammt kalt hier draußen. Ich muss bald irgendeinen Unterschlupf finden. Gut, gut, ja. Das mit der Ach, da drunten draußen ist auch noch was. Ah, hallo? Wir müssen noch mal rausgehen. Eine Patronenhülse, die aber irgendwie seltsam wirkt. Sie wurde auf Hochglanz poliert. Da ist eine lateinische Inschrift. Tötet sie alle. Gott wird die Seinen erkennen. Okay. Eine Trinity-Patronenhülse. Ja. Welch faszinierende Züge doch Religion annehmen kann.
vor ein paar Jahren, als so eine riesige Wirtschaftskrise in Russland gab, haben die Orthodoxen auch die Zentralserver für den Rubel gesegnet. Es wird langsam ermüden. Fügen Sie sich Gottes Willen! Wenn Sie hier predigen wollen! Jonah!